So. So, ich wollte mal sagen, nach der Mission machen wir dann wieder eine Story. So, was haben wir hier? Besorge das Feld Tenzin vom Rothund. Hey, Mr. Chiffon. Ich habe dein neuestes Design gefunden. Das mit dem seltenen Rothund. Sieht gut aus. Das liebe ich so an dir, Ajay. Du tust nicht so, als hättest du Geschmack. Im Gegensatz zu Min. So launisch, ändert ständig seine Meinung. An einem Tag ist der Anzug perfekt, am nächsten nicht mal gut genug für die Hunde. An einem Tag hat man eine Suite im Palast, am nächsten jagen einen dieser Hunde durch die Berge. So ist die Mode, schätze ich. So, ich werde irgendwo verfolgt. Hast du recht. Die Höhle ist nicht weit weg. Sei grimmig, Ajay. So, mal gucken, ob ich hier den Berg hochschaffe mit dem Klapperkischchen. Oh! Oh, zum Glück habe ich kein großes Auto genommen. Sonst wäre ich da nicht durchgekommen. So. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich weiß es gar nicht. Ich hoffe es ja mal. Bin mal gespannt, was ich jetzt brauche. Na, nur Zivilisten. Schon wieder abknallen hier. Ich denke wieder mit einer speziellen. Hier sind überall Pfeile. Ein Bogen! Wieso kann ich das nicht durch meinen Granatenwerfer tauschen? So, hier gegen die Sniper. Aber gegen meinen Granatenwerfer nicht. Zählt als Seitenwaffe oder wie? Ja, dann muss ich halt das hier abgeben mal. So, ein paar Pfeile. So, mit Pfeile oder Bolzen erlegen. Und wo ist der gute Herr? So, dann schauen wir mal. Hier sind ein paar. Okay, drei Stück an der Zahl sehe ich gerade. So, oh, das war gar nicht hier zum Sammeln. Ich denke mal, das stelle da drin, oder? Muss nur gucken, wie ich den am besten erwisch. Nein! Ich wollte doch aufstehen! Jetzt bin ich hier hochgeklettert. Das wollte ich jetzt auch nicht so. Na, daneben. Nein, geh weg. So. Ah, war sogar der falsche. Einmal umsonst. Ich denke mal, der weiß es, oder? So, jetzt kommen sie beide. Ich habe ihn sogar getroffen. Alter, wie viel haltet der aus? Voll aufgespießt. Hallo? Mich verarschen? Alter. So, jetzt hier einmal. Immer noch nicht? Weil er kommt erlegt. Ja, alle Pfeile einsammeln. So, okay. Ja, eigentlich wollte ich hier gerade das Quad nehmen, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen weit gehen zu der Mission. Yoji Reggie, kann man direkt hier hinreisen. So, und dann, wieso ist eigentlich meine Beutetasche voll? Kam hier gerade. Achso, ich suche hier gerade immer den Schrank, aber der ist ja oben. Ich bin ja in meinem Haus. Wollte schon sagen, was ist da los? Wieso ist meine Beutetasche voll? Das Hammer, das Hammer. Rotes Blatt, zwei. Oha, okay. Alles klar. Ich verstehe schon. So, was können wir noch als Waffe nehmen? Was haben wir noch nicht gehabt? Hier mache ich alles, bis auf. Die das ist eigentlich ja genau gleich wie. Eigentlich wie die hier. Die hatten wir schon.
Deshalb würde ich mal sagen, nehmen wir mal die Vector mit. Mit Schalldämpfer. Ja, okay. Nehmen wir mit. Aber das ist, glaube ich, keine Seltenwaffe, gell? Ist das eine Seltenwaffe? Nee, dann tun wir den Bogen weg. So, und für Seitenwaffen, was nehmen wir damit? Und die Armbrust mit. Die war eigentlich ganz cool. So, und dann können wir mal ein paar Spritzen machen. Oder mal gucken, wie viel ich davon halten kann überhaupt. So, weil hier können wir ein paar machen. Wie tue ich die nochmal herstellen? Ja, da kann ich gar nicht so viel. Eigentlich. Ja, aber jetzt haben wir schon gut was gemacht. Ah, jetzt benutze ich keine. Irgendwie Schaden durch Kugeln und Nahkämpfe. Ja, egal. So, wo war das nochmal? Kaufen, verkaufen. Irgendwo können wir doch mein Haus noch aufrüsten. Oh, was haben wir hier? Eine Wäsche. Konnte ich nicht irgendwann mal mein Haus irgendwie weiter ausstatten? Wir haben nur einen Zettel. War das drin irgendwo? Bin ich jetzt so blöd? Irgendwo ging das doch. Hier fehlt noch eins. Das war, nee, das war doch bei dem Typ, oder? Weil der so aussieht wie so ein Verkäufer eigentlich. Wegen Verkaufen. Ja, da war es doch. Außenfassade, Innenupgrade. Weil wir haben ja gut Kohle eigentlich. Ich weiß halt noch nicht, was ich jetzt... Oh, Gyrokopter. Nehmen wir den mal. Haben wir immer einen Gyrokopter da. Ist doch ganz cool. So, einmal hier drüben. Okay. Weiß ich immer, wo einer steht. Und dann gehen wir wieder ein bisschen Geld sammeln. So, was machen die schon wieder? Die blubbern schon wieder ein. Tiefer fallen müssen. Vielleicht brauchen wir einen höheren Tisch. Erholt der Typ sich wieder? Was? Ach, das wird schon. Nur ein kleiner Rückschlag. Pick dich, du Proll! Ach, komm schon. Hier, das bringt dich wieder hoch. Hier, nimm mal einen Zug. Wir nennen es Trapped in the Closet. Ja, frisch und heiß. Direkt aus der Küche. Noch ein Topper? Kannst du es... Mir diesmal vielleicht in den Arm spritzen? Oh, sorry, Kumpel. Das hier muss leider in deinen Arsch. In mein was? Warte. Ja. Oh. Ich so kehre ich ein Intuitivo weitergeben. Oh, Scheiße! Oh. Wir gaben dir Flügel. Ja, super. Ja, so viel wie möglich. Also zum Glück war hier Wasser. Direkt in meinen Arsch. Alter! Irgendwas hat mich in den Arsch gebissen. Wieso wollen die anderen jetzt an meinen Arsch ran? Ich weiß, das ist schon sexy, aber... Muss das unbedingt sein? Ist das hier oben mit Absicht oder ist das ein Grafikfehler? Weiß man nie, wenn man auf so einem Trip ist, ob es jetzt mit Absicht war oder nicht. Das ist nämlich immer die Frage. Hui! So, und wieso war da der Heli? Das würde mich auch mal interessieren. So, bin ich schon wieder da? War das nicht hier mit dem Gefängnis? Sieht fast so aus. Oder spielen mal wieder meine Gedanken verrückt. Komm ich da hoch? Ja, eine Pumpe. Sehr nice. So, oh, eine Pilotenbrille. Richtig geil. So, das Poster. Ist das jetzt ein anderes Poster, weil ich jetzt auf einem Trip bin? Das sah noch bis jetzt immer anders aus.
So, ein bisschen Geld. Ich suche ich diese Kiste endlich mal. So, und wie komme ich da jetzt hoch? Oh, da war was mit Klettern. Ah, okay. Hat sogar ausgereicht. Wieso ist hier eine Pumpe? Ich habe das Gefühl, dass da noch irgendwie Gegner kommen. So. Ah. Hallo, jetzt was hier oben. So, habe ich irgendwie Granaten oder so? Nee, rein gar nichts. Toll, jetzt bin ich hier oben mit einer Pumpe. Was will ich hier mit einer Pumpe, Alter? Kann ich einen Stein werfen? So, okay, die sind ein bisschen abgelenkt. Können wir hier einmal runter? Da komme ich gar nicht rein. Ein Radio. Oh, na toll. Da haben sie mich gehört. Wieso muss ich auch das Radio kaputt machen? Im Namen meines Arsches. Alter, da sind sie ja. Stirb du. Wo sind die? Sind sie im Gebäude drin oder wie? Jetzt habe ich sie irgendwie abgelenkt, oder? Ja, wie, du kommst? Wo bist denn du? Solange er nicht in meinen Arsch kommt. Ja, muss ich das verstehen? Ich komme da gar nicht rein. Wir sind da drin, oder? Stehen da. Auch gut. Oh, das war ja wieder klar. So, oh, hier haben wir Molotovs. Ganz gut, ein bisschen Geld noch. Soll ich wieder raus? Wollt ihr mich wirklich verarschen? Wow, die tanzen. Ich will mittanzen. Irgendwie muss ich... Hä? Nach unten, aber die sind irgendwie oben. Jetzt spreche ich die Abballer. Ja, lassen wir mal lieber. Wie komme ich jetzt zu denen? Ich gehe ja von denen weg, aber ich muss mich irgendwie anders irgendwo hin. Ja, genau. Hier runterrutschen. Nein! Vorbei! Ah, ich komme! Nur die Landung wird jetzt ein bisschen hart. Hey! Wieso sind so viele? Weg da! Du Katze! Ja, okay, ich darf wieder nach oben irgendwie. Wieso tanzen die an der Wand? So. Ah, und jetzt darf man rüberfliegen. Ja. Auch schlau. Man Heli steuern, wenn man gerade auf einem Trip ist. Meine Güte. Bei besoffenen Leuten sagt man immer, besoffenen passiert nie was. Aber ob das jetzt auch mit Leuten so ist, die auf einem Trip sind? Ich hoffe es ja mal auch. Jetzt muss ich auch nur überall ausweichen. Da tanzen sie schon wieder überall. Das ist jetzt auch nicht groß schwer. So, und was kommt da drüben? Da wäre ein Außenposten. Oder, nee, kein Außenposten, ein Wachturm. So, wir sind gleich da. Kommen noch ein paar Felsen, die dann plötzlich schweben können oder nicht. So, hier haben wir keine Gegner. Können wir ganz normal landen. Hallo? Ich bin ausgestiegen. Eigentlich. Oder bin ich auf die falsche Tasche gekommen?
Wenn er so ein bisschen nach rechts gegangen ist, habe ich gedacht, ich bin gerade ausgestiegen. Sorry Leute, ich bin auf dem Trip.